Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgern 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute wird es mal wieder Zeit, eine neue Waffe hier bei Pixelgern zu testen, denn wie ihr wisst ja, ich möchte euch so viele Waffen wie möglich hier auf meinem Kanal zeigen, damit ihr euch leichter tut bei der Entscheidung, ob ihr euch die Waffe kaufen sollt, ob das eine Waffe für euch ist, wie sie so im Kampf sich verhält, was sie so ausmacht, ob die gut ist, ob die schlecht ist, wie stark sie ist. Genau das möchte ich mit den ganzen Waffen-Reviews hier auf meinem Kanal bezwecken, um euch dabei zu helfen, dass, ob ihr euch die Waffen kaufen sollt oder nicht. Und heute geht es um eine schwere Waffe, um genau zu sein, um den Erddornenzauber. Ich habe schon ein Video aufgenommen, beziehungsweise nicht aufgenommen, denn ja, ich habe gerade vorhin einfach 5 Minuten vor meiner Kamera hier geredet, habe vergessen auf Aufnahme zu drücken und da habe ich schon den Erddornenzauber hier gekauft. Ist eine legendäre Waffe, eine schwere legendäre Waffe und kostet 175 Juwelen. Ja, wie gesagt, im vorigen Video schon gekauft. Video, ich habe nicht aufgenommen. Ich Genie. Aber na gut, Leute. Es gibt ja in jeder Kategorie solche Zauberbücher. Wir haben ja auch schon in einem der letzten Videos hier den Schattenzauber gekauft. Dann gibt es noch hier bei Premiere den Giftzauber. Kostet auch 175. Bei Zusatz gibt es, glaube ich, auch den Zauber. Ihr habt den Luftklingenzauber. Und eines haben diese Zauberbücher alles gemeinsam. Und zwar haben sie eigentlich die gleichen Stats. Sie haben alle eine Feuerrate von 69, eine Kapazität von 1 und ein Gewicht von 70 und das finde ich schon cool, dass die, weiß nicht, so abgeglichen wurde, dass sich hier Pixelgern was gedacht hat, hey, machen wir mal solche Zauberbücher in einer Reihe, in jeder Kategorie. Ja, finde ich eigentlich eine coole Überlegung und mich erinnert es etwas an Harry Potter und ich möchte alle Zauberbücher haben, damit wir wirklich mal so ein Match spielen können, wo wir einfach alle Zauberbücher angelegt haben, um uns hier etwas wie Harry Potter vorkommen zu können. Ich persönlich bin ja ein riesengroßer Harry Potter Fan, ich könnte alle Filme in einem durch manchmal schauen, so einen richtigen Harry Potter Marathon machen, aber ja, für jeden ist das nicht so der Film, manche finden das nicht so cool. Wie findet ihr Harry Potter? Schreibt mir das immer bitte in die Kommentare, würde mich eigentlich sehr interessieren. Aber zurück, Leute, zum Schattenzauber. Der Schattenzauber ist, wie gesagt, eine schwere Waffe, eine legendäre Waffe. Habe ich gerade Schattenzauber gesagt. Natürlich meine ich den Erddornenzauber. Ein richtig schwieriges Wort hier und ein richtig langes Wort für eine Waffe. Wie gesagt, die Stats sind ja alle gleich hier bei den ganzen Zauberbüchern. Aber der Erddornenzauber schießt Raketen, hat eine Clusterbombe, was ich sehr interessant finde, und macht auch Flächenschaden. Ihr wisst ja, ich spiele gern mit Flächenschaden, obwohl es hier nicht, ja, das Beste ist, um besser zu werden. Aber ich spiele gerne Flächenschaden und auf die Clusterbombe bin ich sehr gespannt. Und um das hier mal zu testen können, ohne irgendeinen Druck, gehen wir natürlich hier in die Arena. Ich finde es hier richtig cool, Waffen zu testen. Aber wir werden hier jetzt gleich wieder beenden, weil das ist eine zu finstere Map, meiner Meinung nach. Das sehe ich nichts. So, nochmal rein. Und hier können wir eigentlich sehr, sehr gut mal den Erddornenzauber testen. Was Clusterbombe genau ist, keine Ahnung, aber er macht hier wenigstens One-Hit. Ja, Flächenschaden. Sonst hätte ich gesagt, Clusterbombe. Ah, okay. Wenn ich hier schieße und wen treffe, dann gehen in alle Richtungen nochmal solche Pfeile weg, die nochmal explodieren. Wahrscheinlich ist das die Clusterbombe. Also Flächenschaden und dann auch noch so, aber irgendwie. Oh, keine Munition mehr. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Kann ich hier irgendwo Munition holen? Sieht nicht so aus. Aber wir haben jetzt mal einen Eindruck bekommen, deswegen gleich mal zurück. Okay, anscheinend heißt Clusterbombe, wenn ich treffe, fliegen nochmal Projektile weg. Und die können dann nochmal jemanden treffen. Was sowas wie Flächenschaden ist, nur mit weiter weg. Und halt nicht auf Flächen bezogen. Eigentlich ist es ja komplett was anderes als Flächenschaden. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Deswegen gleich mal in ein Match hinein. Und am besten in ein Match, wo einfach sehr, sehr viele auf einem Haufen beisammen sind. Wo gibt es das? Wo ist das am besten zu spielen? Ich würde sagen, Weißes Haus. Und Leute, es wird ja bald wieder Zeit, dass ich mir hier eine neue Lobby hole. Denn Halloween ist ja vorbei. Ich brauche kein Halloween-Thema mehr für meine Lobby. Und ja, da sollten wir uns auf alle Fälle was Neues holen. Vielleicht im nächsten Video. Deswegen unbedingt einschalten und am besten einfach die Glocke aktivieren. Denn dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. So, der Typ weiß, was er vorhat. Ich will ihn aber hier mit meinem Erddornzauber killen. Das Problem ist eben, dass momentan die Effizienz vom Erddornzauber auf 25 nur ist bei mir. Und da eigentlich mehr hergehören würde, um hier stark in meinem Level-Segment zu sein. Und deswegen, ja, schauen wir mal,
was wir hier so anstellen können. Es sind viele Gegner auf einen Haufen, nur ich muss auch aufpassen, denn er hat sehr, sehr wenig Munition. Ja, ihr seht schon, macht keinen One-Hit oder sonst irgendwas, aber wir schießen hier einfach mal rein. Wisst ihr, Clusterbombe. Yes, der ist einfach weg. Okay, gut. Ich glaube, das ist aber der. Ah, ich hasse diese Waffe. Haben wir den gekillt? Nö, anscheinend war das nicht ich. Und hinter mir wurde ich hier gekillt. Ich hasse den Auslöscher. Das ist eine Waffe, die ich einfach so hasse. Und ich habe sie selber noch nicht. Ist ja, glaube ich, eine Clan-Waffe, oder? Denn ich hätte sie noch nicht gesehen, dass ich sie so kaufen kann. Boah, richtig, richtig nervig, der Auslöscher. Ich meine, es soll eine gute Waffe sein. Aber, ja, so kann ich mich... Ja, ich muss mich hier unbedingt in den Mech verwandeln, damit ich hier bessere Chancen habe. So, eliminiere 10 Tiere. 2 Tiere noch? Ein Tier noch. Strafe für Selbstzerstörung. Wie? Na, wahrscheinlich mit dem Flächenzauber. Flächenschaden vom Erddornenzauber. Erddorn, nicht Dorn. Nein, Danny. Erddorn. Yes, wir haben den Kill mit dieser Waffe. Jetzt bin ich zufrieden. Und das nur mit einer Effizienz von 25. Wenn die dann auf Effizienz 42 ist, oh yeah, stelle ich mir das richtig, richtig nice vor. Ja, eure Meinung zum Erddornzauber bitte rein in die Kommentare. Spielt ihr den selber? Habt ihr den momentan in eurem Equipment? Ja, schreibt mir auf alle Fälle, wie ihr das so findet. Nur, was ich komisch finde, diese Waffe spielt fast keiner. Das ist so eine Waffe, die ich nie sehe. Und ich habe gleich mal wieder eine Selbstzerstörung. Aber so bekommen die Gegner wenigstens keinen Kill. Die ich einfach nie sehe. Ich glaube, mich hat noch nie jemand mit einem Erddornzauber gekillt. Und auch habe ich noch nie von euch in den Kommentaren gelesen, hey Danny, hol dir den Erddornzauber. Aber ja, vielleicht jetzt nach diesem Video. Ich meine, ich bin jetzt nicht so überzeugt von dieser Waffe. Aber deswegen starten wir gleich mal in noch einen Kampf, damit wir hier etwas überzeugter werden. Vielleicht nicht im Weißen Haus. Vielleicht in einem anderen. So, was wollen wir? So, ja, dankeschön. Ja, komm, gehen wir Punkteeroberung, Kaiser... Nee, nicht Kaiserpalast, Bergarbeiterlager. Obwohl Kaiserpalast gibt es ja... Ach so, nee, da könnten wir gar nicht damit spielen. Komm, gehen wir in das Bergarbeiterlager. Finde ja Punkteeroberung ein sehr, sehr spannendes... ja, ein sehr, sehr spannendes... Was fällt... Einen sehr, sehr spannenden Modus. So, kennt ihr das, wenn ihr... was sagen wollt, es liegt euch auf der Zunge, nur es geht einfach nicht raus. Es kommt einfach nicht. So, mit dem Flächenschaden muss ich auch nicht genau treffen. Deswegen, ja, mag ich das auch sehr. So, Challenge beendet. 10 Tiere eliminiert. Easy, Leute. Easy, easy, easy. So. Komm. Yes. Und sie schießt eigentlich ziemlich schnell, die Waffe. Das muss ich sagen. Sie schießt schnell, auch wie der Schattenzauber, der ja auch sehr, sehr schnell ist. So, die Gegner sind vorne. Das gefällt mir gar nicht gut. So, und deswegen müssen wir hier den hier verteidigen. Wie schnell hat der gerade meinen Mech zerstört? Abnormal schnell. Richtig abnormal. Finde ich nicht cool. So, den nehmen wir ein oder auch nicht. Komm, doch, nehmen wir ein. Unten mal ein Gegner. Ich schieße da einfach mal in diese Richtung in der Hoffnung, da ist ein Gegner. So, meine Stelle habe ich eingenommen. Zurück zum Erddornzauber. Da steht keiner. Okay. Bam. Yes. Aber ich habe den gekillt, oder? Nur mich hat... Oh, der ist hinter mir gestanden. Wie dumm von mir. Okay. Ja, oh, die da oben haben den schon wieder eingenommen. Yes, so soll es sein. Aber wie gesagt, Erddornzauber. Ich bin halt wirklich, wenn ich merke, die Waffe ist nicht so für mich, sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, immer dann zu wechseln. Aber ich will euch die zeigen, deswegen bleibe ich dabei. Yes, jetzt haben wir, glaube ich, alle Stellen. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. So, den haben wir auch gekillt. Umgebungskill. Auch nicht oft. Auch nicht oft. Also mit der Einschuss. Alles klar. So einer bist du also. So ein Einschusstyp. Komm, den schaffe ich jetzt mit dem Erddornzauber. Ne, ist nur eine Kill-Unterstützung. So, rauf wieder hier mit dem... Yes, wir haben alle. Ne, da oben. Das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe. So, den haben wir gekillt. So geht das. So und nicht anders. So, es wird knapp. Es wird richtig knapp. So, ich werde hier von irgendwo angeschossen. Und da bin ich weg.
mit dem Laserwerfer. Okay. Es wird richtig knapp, Freunde. Das wird richtig knapp. Nein! Ey! Nein! Das gibt's doch nicht. Ha! Sonst hätte er mich, glaube ich, gekillt, wenn ich jetzt nicht die Zeitmaschine eingesetzt hätte. Oh ja, ich hatte noch einen Lebenspunkt. Das war jetzt vorhersehbar, dass ich da einfach so hart gekillt werde. Das war fast vorhersehbar. Nein! So, jetzt, ich muss den noch schnell, damit die Gegner nicht so schnell Punkte bekommen. Aber nö, ich glaube nicht. Ja, jetzt haben sie irgendeinen anderen Punkt eingenommen. So, meine Stelle. Ja, aber bringt nichts. Da haben sie gewonnen. Aber na gut. Erddornzauber wird, glaube ich, nicht die Waffe werden, die ich jetzt weiterhin in der Kategorie schwer benutze. Vielleicht ihr? Wer weiß. Ich auf alle Fälle nicht. Es gibt sicher Leute, die können besser damit umgehen. Wir waren nicht so schlecht. Wir haben hier ganze 7 Kills. Und ja, wir bekommen auch 20 Erfahrungspunkte mit und 4 Münzen. Dank dem VIP-Bonus. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Video über den... Mit dem Video über den Erdzauber. So, dass ich auch richtig alles ausspreche. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren. Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und falls du neu hier bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, wo wir wahrscheinlich die Lobby ändern werden. Deswegen unbedingt einschalten. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und wir sehen uns. Ciao.